Eine osteuropäische Perle, immer einen Besuch wert. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 Dinge, die Menschen aus Ungarn uns wissen lassen wollen. Bevor es losgeht, wir bringen jeden Tag neue Inhalte, also abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. In dieser Liste schauen wir uns interessante Fakten über eine Nation an, die viele Ausländer vielleicht nicht kennen. Nummer 10. Budapest macht aus Ruinen Kneipen. Statt alte Gebäude abzureißen, bauen Leute in Budapest Ruinen. Diese Ruinen sind Teile des historischen Judenviertels, die nach der Deportation und Ermordung von Tausenden von Juden während des Zweiten Weltkriegs baufällig hinterlassen wurden. Nach jahrzehntelangem Leerstand beschlossen die Leute, daraus Lokale zu machen. Passt aber auf, wenn ihr dort trinken wollt. In Ungarn stößt man wegen einer Tradition nicht an. Nachdem 1848 der Unabhängigkeitskrieg gegen Österreich verloren wurde, exekutierten die Österreicher die ungarischen Generäle und stießen zur Feier an. Bis 1999 war es sogar verboten. Mit Wein und Schnaps ist es aber wohl in Ordnung. Nummer 9. Es gibt einen besonderen Namen für Landesspezialitäten. Die meisten Länder haben Gegenstände, die wichtig für die nationale Identität sind. Aber in Ungarn sind sie noch viel wichtiger. Hier tragen sie den Spitznamen Hungarica. Der Begriff bezeichnet einzigartige und wertvolle Gegenstände, die Ungarn charakterisieren. Die Paprika ist ein wichtiges Hungaricum und wird in Nationalgerichten wie Gulasch verwendet. Und auch Foie Gras oder Gänseleber kommt aus Ungarn. Auch eine Reihe alkoholischer Getränke wie Palinka, der aus Früchten und Wasser gemacht wird, Unikum, ein bitterer Likör, der zur Verdauung getrunken wird, und Tokaji, ein berühmter Wein aus der Tokaji-Region aus feinen Gärtrauben mit einem lieblichen Geschmack, sind ungarisch. Nummer 8. Es hat die größte Synagoge Europas. Obwohl Ungarn eine jüdische Bevölkerung von nur 1% hat, dagegen 50% christliche Bevölkerung, hat Budapest die größte Synagoge Europas und die drittgrößte der Welt. Sie ist über 150 Jahre alt und hat fast 3000 Sitzplätze. Sie ist von der maurischen Bauart des mittelalterlichen Nordafrikas und Spaniens, hat aber auch starke gotische und byzantinische Merkmale. Die Synagoge hat sogar 1939 ein Bombardement und die Besetzung Ungarns durch die Nazis überstanden und beherbergt jetzt den Wallenberg Holocaust Memorial Park und das Ungarisch-Jüdische Museum. Nummer 7. Die Sprache ist schwierig. Ungarisch ist eine der am schwersten erlernbaren Sprachen der Welt. Man sagt sogar, Englisch habe mehr mit Russisch gemein, eine weitere für ihre Schwierigkeit berüchtigte Sprache, als mit dem Ungarischen. Das liegt zum Teil daran, dass das ungarische Alphabet 44 Buchstaben hat, was 18 mehr als im Englischen und 11 mehr als im russischen Alphabet sind. Es gibt auch ein schwieriges Fälle-System. Leute sind sich uneinig, wie viele Fälle das Ungarische überhaupt hat. Es sind jedenfalls irgendwo zwischen 18 und 35. Zum Vergleich, im Englischen nutzt man nur 3 Fälle und im Deutschen 4. Selbst schwierige Sprachen wie Russisch und Latein haben nur 6. Nummer 6. Ungarn hat viele Olympiamedaillen gewonnen. Ungarn mangelt es nicht an erstklassigen Athleten und dementsprechend nicht an Olympiamedaillen. 2019 stemmt Ungarn 498 Olympiamedaillen, eine Zahl, die sich mit den Spielen in Tokio 2020 sicher erhöhen wird. Ungarische Sportler liefern durchweg gute Leistungen im Fechten, Turnen und einer Reihe von akatischen Disziplinen wie Schwimmen, Wasserball und Kajakfahren. Das Land ist zudem schon seit den ersten modernen Spielen 1869 dabei und hat nur 1920 und 1984 ausgesetzt. Nummer 5. Das Land hat über 1000 natürliche Quellen und die größte Thermalquelle der Welt. Ungarn ist ein buchstäblicher Hotspot für geothermale Aktivitäten mit der größten betretbaren Thermalquelle, Hevis, und über 1000 natürlichen heißen Quellen. Hevis ist über 500.000 Quadratmeter groß und beherbergt wegen seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung seltene Tiere und Pflanzen, darunter Algenspezies, die nur hier aufgefunden werden können. Schließlich gibt es auch noch das Sechenjebad. Bitte entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche. Das größte Thermalbad in Europa und das beliebteste in Budapest. Man sagt den Bädern hiernach, chronische Krankheiten heilen zu können, wie zum Beispiel Gelenkentzündungen. Nummer 4. Sie bewahren ein mumifiziertes Memento ihres ersten Königs in der St. Stephans-Basilika auf. Ungarns erster König war Stefan der Erste, später St. Stephan, 1000 nach Christus gekrönt. Und wenn man die St. Stephans-Basilika besucht, kann man seine mumifizierte rechte Hand betrachten. Er starb 1038 und wurde begraben, aber sein Leichnam wurde später bewegt und exhumiert. Dabei wurde die Hand entfernt und in die Basilika gebracht, wo sie ständig bewacht wurde. Leider stahl einer der Wachen sie und versteckte sie in seinem Anwesen in Rumänien. Die Hand ist jahrhundertelang durch Osteuropa gereist, bis Königin Mara Theresa vom Königreich Habsburg sie im 18. Jahrhundert kauft und nach Ungarn zurückbringt, wo sie bis heute liegt. Nummer 3. Das Land ist landumschlossen. Aber man kann trotzdem zum Strand am Ungarischen Meer.
Der Balaton ist der größte See Zentraleuropas. Mit seinen 236 Quadratkilometer Fläche trägt er den Namen Major Tenger oder Ungarisches Meer. Er ist nicht allzu weit von Budapest entfernt, wodurch er zum idealen Touristen- und Urlaubsort für Einwohner wird, wenn die der Sommerhitze entfliehen wollen. Es gibt dort sogar ein Musikfestival, das Balaton Sound Festival, das jährlich stattfindet. In der Region um den See herum regnet es allerdings häufiger als im Rest des Landes. Nummer 2. Es ist eins der ältesten Länder Europas. Ungarn wurde offiziell 869 nach Christus gegründet, womit es älter als die meisten europäischen Staaten ist. England war zum Beispiel kein offizielles Land, bis William I. den Thron nach der Schlacht bei Hastings besiegt und Deutschland war bis 1871 nicht vereint. San Marino ist das älteste europäische Land, 301 vor Christus gegründet, aber Ungarn hat trotzdem eine 1200 Jahre lange Geschichte, die mit dem Fürstentum beginnt. Das Fürstentum ist die älteste dokumentierte Staatsform, angeführt vom ungarischen Großprinzen. Im Jahr 1000 wurde Stefan dann der erste König der gesamten Region. Bevor wir unsere Nummer 1 enthüllen, sind hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Nummer 1. Lauter Nobelpreisträger und Erfinder waren Ungarn. Nicht nur Olympia hat Ungarn zuhaufe. Viele Ungarn gewannen außerdem Nobelpreise. Tatsächlich hat Ungarn mit einer der höchsten Preisträger pro Kopfrate mit 13 Gewinnern ungarischer Herkunft zwischen 1905 und 2004. Viele der Gewinner waren in der Wissenschaft und der Medizin tätig. Imre Kertész gewann aber als Künstler im Jahr 2002 den Literaturnobelpreis, nachdem er Romane über seine Zeit bei den Nazis in Auschwitz schrieb. Stimmt ihr unsere Auswahl zu? Schaut auch diesen Clip von WatchMojo Deutschland an, abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden.